Die machen wir einfach so. Jetzt ist nur die Frage, wo genau hin? Machen wir mal so. Und dann bauen wir hier vorne einfach ein paar Beine dran. Zip. Ich glaube, ist auch viel zu groß. Also ich meine, die können ja stabil sein, aber nicht. Ach Scheiße, warte mal. Auf der Dingsachse gesperrt und dann wären sie nur dünner, aber nicht kleiner. So, ich denke, so könnte das sein. In etwa. Die stellen wir jetzt hier alle schön hin. Irgendwie. Könnte man ja hier in die Mitte auch noch einstellen. Zack. Hier auch noch einer in die Mitte. Ja, warum nicht? So. Dann haben wir da unsere Tische. Die sehen eigentlich ganz schön aus, wie ich finde. Wir per ich. Ach nee, warte mal. Wie machen wir das denn jetzt? Wir müssen die Modifier applyen. Dann können wir die nämlich auch joinen. Dann haben wir hier einen Dings. Ach so. Ja, dann können wir natürlich drüben die Tische eigentlich auch wieder wegmachen. Ach nee, zeige ich das schon so. Warte mal. Steuerung. Ups, L. Ich brauche diese Beine, die drei. Und die drei Beine. Dann kann ich das direkt drüber kopieren. Steuerung L. Wo ist es denn? Warum ist der Tisch denn jetzt kürzer als der andere? Habe ich das gerade kürzer gemacht? Ich glaube, ich war noch besoffen von gestern. Ja, und besonders witzig ist es dann übrigens auch, wenn man politische Diskussionen anfängt. Wir haben uns dann ein bisschen über Nordkorea unterhalten und so weiter. Also da ging es schon wirklich rund gestern bei uns. Und ich habe auch ein Foto auf Twitter gepostet, was wir da Leckeres gegrillt haben. Das Witzigste war überhaupt erstmal, das muss ich jetzt gleich nochmal erzählen. Also, die Mädels bei uns haben gesagt, heute Abend wird gegrillt. Ich schon so, oh, schön. Ach so, nee, und sie meinten, es gäbe Fleisch. Ne, also bei aller Freundschaft, wenn man das, man muss das wirklich selber machen. Ne? Ich meine, die Mädels können da nichts dafür. So, das ist eben irgendwie, das ist wegen dem, die haben halt zwei Xe zum Diskutieren, so nach dem Motto. Aber wenn es ums Grillen geht, das ist halt Männersache. Jedenfalls sagen sie, es wird gegrillt und es gibt Fleisch. So, und ich schon, oh, es gibt Fleisch, schön, schön. Und dann bin ich ja mal gespannt. Dann kam noch jemand anders zu Besuch, der wurde hier eingeladen. Der hat dann Schweinebauch mitgebracht. Haben wir schön gegrillt. Jedenfalls sage ich, und was gibt's noch für Fleisch? Da sagen die Hühnchen. Ich sage, jo, Hühnchen, aber was gibt es für Fleisch? Ja, Hühnchen haben sie mitgebracht. Auch noch eingelegt in der Currypomenade da, Marinade. Ich sah, du lieber Gott, was schafft ihr denn? Muss man denn alles? Und dann habe ich denen erstmal erklärt, dass Hühnchen kein Fleisch ist. Ja, aber Hühnchen hat doch auch Fleisch. Jo, aber Fisch und Hühnchen, das ist alles kein Fleisch, das ist ein eigenes Dings. Naja, Gott sei Dank gab es Schweinebauch, zwei Dinger sind noch da. Vielleicht sind die nachher auch noch da. Ich weiß nicht, ob die hier gleich noch jemand isst. Dann werde ich mir die nachher noch reinpfeifen, schön kalt oder so. Mal sehen. Oh, jetzt habe ich irgendwie Bock auf Schweinebauch. Ich muss, glaube ich, gerade eine Pause machen und gucken, ob der Schweinebauch noch da ist. Aber erstmal machen wir hier die Tische fertig. Ja, jedenfalls so viel zu meiner Grillerfahrung. Dieses Jahr haben wir schön angegrillt, hat Spaß gemacht. Warte mal, ich überlege gerade, wie wir das hier drüben machen. Wir bräuchten hier drüben ja eigentlich auch irgendwelche Tische. Aber ansonsten war es eigentlich wirklich ein schöner Abend, abgesehen von der Fleischerfahrung, die wieder mal bestätigt hat, dass die, ja, die Sache mit dem Grillen und so, also das hat jetzt mit Frauenfeindlichkeit auch nichts zu tun, ne? Also das ist ja immer, da fangen ja dann auch immer die Ersten gleich an zu weinen, wenn man mal irgendwie sowas sagt. So, das ist wirklich. So, ich meine, schon damals in der Steinzeit war es so, die Männer sind losgegangen auf die Jagd und sie haben Fleisch mitgebracht. So, die hätten ihn auf die Backe geschlagen gekriegt, wenn die Hühnchen mitgebracht hätten. Das ist das, was ich vermute. Also, was heißt vermute? Da schreibe ich meine Doktorarbeit noch drüber. Wahrscheinlich. So, was ist denn das jetzt hier? Ach so.
So, dann stellen wir hier nämlich auch noch welche hin. Tischchen. Hä, was ist da denn passiert? Warte mal, Helfer. Also, ich verstehe nicht, warum das hier nicht funktioniert. So, jetzt hat es funktioniert. Das heißt, wir auf Z genommen, ich Idiot. So, dann stellen wir die nämlich so hin. Ja, wie bin ich da jetzt überhaupt drauf gekommen? Keine Ahnung. Auf meine Grillerfahrungsgeschichte hier. Machen wir es so. Und so hier. Kommt ein bisschen Abwechslung drin. Ich denke, das ist ganz in Ordnung. Und jetzt machen wir folgendermaßen. Warte mal. Das müsste eigentlich funktionieren, wenn ich das so mache. Ach ja, schön. Hat geklappt. Dann kopieren wir, ups, die einfach hoch. Dann haben wir schön doppelseitig die Geschichte hier drin. Und dann werden wir zum Schutz, dass nichts runterfällt, werden wir uns da noch was hinziehen. Und zwar eine Plane. Was sollte es anders sein? Wir ziehen uns da eine Plane hin. Na, will nicht. So. So machen wir das. Und zwar, jetzt sehe ich es natürlich wieder nicht. Müsste auf dieser Strecke sein. Das ist nur so ein Runterfallschutz, dass nichts runterfällt. Nichts groß Aufwendiges. Ups. So, dass falls doch mal irgendwie was vom Tisch fällt, dass da direkt ein Schutz da ist, der das verhindert. Einfach so provisorisch da was hingeeimert. Das könnte ja eigentlich auch noch um die Ecke gehen, ne? Sehe ich gerade. Mal kurz ranzoomen. Extruden auf Y und dann geht das Ding hier noch so ein Stück rum. Eigentlich müssten wir da sowieso irgendeinen Schutz hinmachen, weil die Menschen können da ja auch runterfallen. Theoretisch. Ist jetzt die Frage, ne? Machen wir oder machen wir nicht? Was könnte man da machen? Ich will das halt auch nicht unbedingt zumachen, sodass man von draußen noch ein bisschen was sieht. Das wäre jetzt auch doof, das irgendwie ganz zuzumachen. Na, warum geht das nicht hier? Jetzt. 1300? Nee. Hä, was habe ich denn jetzt wieder geschafft? Warte mal, also 0.03. So. Na super, was macht das denn? Das macht das ja doof. Warte mal, nee. Dann müssen wir das irgendwie anders machen. Ach, das ist wegen der blöden Ecke da. Warte mal. Select. So, dann müssen wir es separat machen. Solidify. Solidify. Wieso macht der das so dick? Fill Rim? Komisch. Ist das auch so dick? Nö, das ist nicht so dick. Na, das können alle Dinger sein, du lieber Gott. So, machen wir das einfach mal so. Dann ist das hier dick genug. Ja, was machen wir da für einen Schutz hin? Machen wir da einen Schutz hin? Machen wir keinen hin? Muss ich mir noch mal irgendwie überlegen, was wir da am geschicktesten machen. Jetzt werde ich das folgendermaßen machen. Ich werde die nehmen und... Nee, kann ich nicht. Ich kann die nicht nehmen und nach unten kopieren. Ich kann nur die nehmen, denn auf der anderen Seite ist die Treppe. Unten, wie ich gesagt hatte, unter die Tür machen wir ja... unter die Tür, unter die Treppe machen wir ja so Balken hin. Irgendwie. Ist das da dünner? Ach so. Das ist ja doof. Zip. Da müsste eigentlich auch so ein Schutz hin, dass da nichts runterfällt. Weil da ist ja dann eigentlich schon das Meer. Ups. Oder der See oder irgendwas. Kopiere ich die beiden auch mal mit runter. Ist natürlich auch zu klein.
So, da kann nichts passieren. Hä? Machen wir es mal so. Zack. So, wunderbar. Haben wir das, dann ist da alles geschützt. Da kann ja nichts runterfallen, da ist die Wand dahinter. Und so weiter, ne? Und so weiter und so weiter. Wir blenden mal alles wieder ein. Gucken mal, wie das jetzt aussieht. Ja. Eigentlich ganz schmausig. Kann das schön an dem Schiff repariert werden und gebaut werden und, und. Funktioniert das? So, ich mache, glaube ich, mal kurz eine Trinkenspause und eine so weiter. Bis gleich. So, weiter geht's. Weiter geht's. Ich glaube, ich muss mal kurz Fenster zumachen. So, huch. Oder zumindest ranmachen. War schon ran. Hm. Naja, wo sind wir gewesen? Tische haben wir gemacht. Die Tische. Als nächstes, ich mach mal kurz ein neues Dings auf. Das sind ja jetzt auch schon wieder einige Folgen hier. Kurz mal was Neues anfangen. Natürlich für unsere Werft oder für unser Reparationsdings da, wo das Schiff reinfährt. Und zwar machen wir jetzt, ich mach mal einen Torus hin. Machen wir das denn 24? Ich denke, das könnte reichen. Was hier? Machen wir 6? Nee, lassen wir mal auf 12. Das sieht ein bisschen runder aus. Und zwar... ach du Scheiße. Ich wollte jetzt eigentlich hier so ein Rettungsring-Dingens machen und jetzt weiß ich überhaupt wieder... Also ich habe immer... Ich kann mir sowas auch immer... Ich muss da immer drüber nachdenken, wie sowas überhaupt aussieht und so weiter... Wie machen wir das denn? Und vor allen Dingen, da fällt mir auch gerade ein, wie soll das Schiff heißen? Das müssen wir ja noch taufen. Irgendwie. Ne? Das steht ja auch noch an. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Oder hängen wir da einfach nur so ein Torso hin? Was ist denn da immer noch? Ich weiß das gar nicht. Sowas könnte man eigentlich auch ans Schiff hängen, fällt mir gerade auf. Oder ein. Ja, warte mal, ich werde das erstmal so hinhängen. Gucken, wie das aussieht. Vielleicht fällt mir später noch was ein, was wir da hinmachen können oder ranmachen können. Rotieren um X. Machen wir das einfach mal so. Und hier irgendwann noch einen hin. Können wir hier drüben noch einen hinhängen. Oder zwei. Ne, drei hängen wir da hin. So. Zack, hoch. Oh, oh, oh. Geht ja wieder alles schief hier. Nehmen wir die mal und hängen die hier an die Wand. Flupp. So ein bisschen Atmosphäre reinbringen hier in die ganze Geschichte. Könnten ja auch Fenster sein oder irgendwie sowas. Na, mal gucken, ob mir da noch was zu einfällt. Dann können wir die hier... Na, fliegt denn hier rum? Noch nehmen. Und können die nochmal runterziehen. So. Bringt vielleicht ein bisschen Atmosphäre rein und dann ja, ist natürlich die Frage, was stellen wir da jetzt noch alles hin? Wir können da jetzt Kisten hinstellen, irgendwelche Fässer können wir hinstellen und so weiter. Hatten wir nicht schon mal ein Fass irgendwie gemacht bei irgendwas?